EA Productions. EA Productions liest aus dem zweiten Bändchen des Gespensterbuchs, herausgegeben von Johann August Apel und Friedrich August Schulze im Jahre 1811, das Todesvorzeichen. Häusliche Gesinnung. Herr von Tiefeneck war soeben mit seiner Gemahlin am Schachbrett beschäftigt, als der Bediente hereintrat, um den Baron von Wartenstein anzukündigen. »Wir sind nicht zu Hause«, rief Clotilde, und Johann trug die Abweisung an die Behörde hinaus. »Er wird es übel aufnehmen«, sagte Tiefeneck. »Desto besser, so erlässt er uns ein andermal seine Besuche.« »Um am dritten Orte boshaften Witze über unsere Häuslichkeit auszugießen.« »Weil Häuslichkeit überhaupt sich mit seinem sauberen Liebessystem nicht vertragen will, mag er. Hätte die Marquise ihn so aus ihrem Hause verbannt, so wäre es zu keinem Skandal zwischen ihrem Gatten und ihr gekommen. Ich will zeigen, dass seine stechenden Blicke so gut von mir abprallen wie seine hohlen Worte.« »Aber warum willst du ihm ausweichen?« »Aus Furcht wahrlich nicht, eher aus Liebe zur Bequemlichkeit.« »Oft, gute Clotilde, macht gerade die Liebe zur Bequemlichkeit das Leben recht unbequem. Der Baron hat viele Bekanntschaften und kann mancherlei Schaden tun, wenn er will. Er konnte wissen, dass wir beide zu Hause waren. Mit einem Worte, Liebe, ich muss darauf denken, dich durch die Unpässlichkeit bei ihm zu entschuldigen.« »Ich bekomme wirklich in diesem Augenblick heftiges Kopfweh«, sagte sie aufstehend. »Man muss niemand reizen«, sprach Tiefeneck mit einem zärtlichen Kusse. Doch aus dessen gleichgültiger Aufnahme zu schließen, hatte er es in diesem Momente völlig mit seiner Gattin verdorben. Der abscheuliche Mensch. Tiefeneck beharrte indessen bei seinem Vorsatz und veranstaltete es, dass ein paar Tage darauf Wartenstein den ganzen Abend im Hause zubrachte. »So, liebe Clotilde«, sagte ihr Gatte am Morgen nachher, »ich danke dir, dass du mir gestern deine Bequemlichkeit so schön zum Opfer gebracht und den dir verhaßten in der nötigen Höflichkeit abgefunden hast. Aber sahst du wohl, wie jedes seiner Worte mir einen längeren Blick von ihm zuzog, wie sein Auge mich hütete, wie sein Fuß, wo er nur konnte, mir auf den Fersen war? Lächerlichkeiten, liebes Kind. Wahrlich, ich bin zu eitel für den Glauben, dass ein Mensch wie Wartenstein jemals in deinem Herzen, ich will nicht sagen, einen Vorzug vor mir, sondern auch nur das geringste Plätzchen erlangen könnte. Oder sollte ich mich irren?« »Diese Frage verdiente, doch da kommt er eben wieder um die Ecke, vielleicht gar in unser Haus.« »Ganz gewiss. Er hat mir eine seltene Münze in meine Sammlung versprochen.« »Nur diesmal, Tiefeneck, lass mich von seinem gierigen Auge verschont, um der gestrigen Aufopferung willen.« Und nach einer herzlichen Umarmung schlüpfte sie aus dem Zimmer. Als der Besuch fort war, erzählte ihr Tiefeneck lachend, wie Wartenstein alle Zeit beim Aufgehen der Türe, wahrscheinlich in Hoffnung ihres Erscheinens, das Auge aufgerissen und ihn mit dem ermüdendsten Geschwätz vermutlich nur darum so lange lästig gefallen sei, weil er noch immer auf Clotildens Hereintreten gerechnet habe. »Der abscheuliche Mensch«, rief Frau von Tiefeneck, »er wird mir noch manchmal deine liebe Nähe, mein einziges Bedürfnis, durch seine verdrießliche Dazwischenkunft entziehen.« Vom Jahre. Aber die Stimmungen sind einander nicht gleich. Ein paar Wochen später gähnte Tiefeneck eines Nachmittags im Zimmer auf und nieder, und seine Gemahlin war auch nur so halb bei dem Romane, dessen Blätter sie von Zeit zu Zeit umwendete. Da rollte ein Wagen, und sie flog rasch ans Fenster, dass der Roman herunterfiel. »Wo ist denn mein Buch hingekommen?« fragte sie, als sie vom Fenster zurückkehrte. »Wo es ihre Eilfertigkeit aufgehoben hat«, antwortete Tiefeneck mit Lachen auf die Erde zeigend. »Wie schnell auch die Zeiten sich ändern«, rief sie und langte nach dem Buche. »Nur ein Jahr früher, und ich hätte zuverlässig weder der Frage noch dieses Bückens bedurft, weil Sie dem allen galant zuvorgekommen wären.« »Vom Jahre, liebes Kind, hätten Sie auch sicher kein Buch ergriffen, um sich damit vor meiner Unterhaltung zu schützen.« »Aber vom Jahre, mein Lieber, hatten Sie sich das verdrießliche Gähnen noch gar nicht angewöhnt, weil Sie vom Jahre einen äußerst gefälligen Humor besaßen. Aber besinnen Sie sich nur auch, wie liebenswürdig Sie vom Jahre waren, wie Sie jeden Anlass ergriffen, mir Freude zu machen, wie mein ärmstes Wort, mein kürzester Blick Sie in Entzücken versetzen konnte.«
Vom Jahre, liebes Kind. Noch wozu Bitterkeit gegen Bitterkeit? Die Zeit der großen Hoffnungen ist vorüber. Wir wissen nunmehr, dass die Leidenschaft eine Menge davon mit Affenliebe pflegt, die nur im Land der Träume ihre Erfüllung finden. Begnügen wir uns mit dem wenigen, was etwa übrig bleibt. Tiefeneck entfernte sich nun und Clotilde sann missmutig darüber nach, warum auf die üppige Poesie des Brautlebens eine so magere Prosa wie der Ehestand folgen müsse. Ein recht lieber Abend. Die Teestunde führte endlich Tiefenecken zurück, die heute eine ansehnliche Gesellschaft mitbrachte. Sehr natürlich. Man musste sich mitteilen über einige Hauptereignisse im Reich der Mode. Man musste ein großes politisches Wunder mit erklärenden Anmerkungen begleiten. Man musste die geheimen Ursachen einer soeben verloren gegangenen Schlacht einander ins Ohr sagen. Und bei solch einer Menge Stoff war die Unterhaltung recht animiert und laut. Besonders geriet der Hausherr in lebhaften Streit mit einer reizenden Dame und führte ihn so anmutig und galant, dass Clotilde nichts anders als Rache zu denken hatte. Hierzu, meinte sie, würde Wartenstein kein übler Mann sein. Auch war er ziemlich der Einzige, welcher nicht ganz von dem allgemeinen Gespräche umstrickt, der Hausfrau nahe saß und ihr von Zeit zu Zeit einige besondere Artigkeiten zuflüsterte. Frau von Tiefeneck sprach viel und angelegen mit ihm. Allein so sehr sie sich auch bestrebte, durch laute Munterkeit ihren Gemahl aufmerksam zu machen, dieser hatte kein Ohr als für die Gräfin. Der Verdruss darüber zog die Wirtin immer tiefer in das Gespräch mit dem Baron. »Ein recht lieber, freundlicher Abend«, sagte Tiefeneck zu seiner Gattin, als die Versammlung auseinander war. »Gewiß, Wartenstein kann doch wahrlich weit angenehmer sein, als ich's ihm zugetraut hätte.« »Ach«, sagte Tiefeneck, »die Gräfin hätten sie erst beobachten sollen. Nie würde ich von einer Dame diese tiefe und vielseitige Bildung erwartet haben. Und ich niemals von einem Manne so viel Gefälligkeit, jeder Laune des Gesprächs mit dieser Anmut des Geistes nachzufolgen. Die Gräfin kennt die Geschichte wie wenig Männer. Der Baron die ganze Zartheit der weiblichen Natur. Der Mann sollte heiraten, um die Weiblichkeit näher ins Auge zu fassen. Oh, der Baron an ihrer Stelle hätte mir wahrlich vorhin die kleine Aufmerksamkeit bewiesen. Ihr Auge zeigte dazu nach der Stelle, wo das Buch am Boden gelegen hatte. Und der Gräfin an ihrer Stelle wäre die große Vernachlässigung gewiss nicht zur Last gefallen, meinen Umgang einem schlechten Roman vorzuziehen. Beide erhitzten sich äußerst. Beide sahen aber auch bald darauf ein, dass sie es nicht hätten tun sollen. Beide fühlten sich sogar bereit, durch ein herzliches Bereuen allen üblen Folgen vorzubeugen. Nur den ersten Schritt wollte niemand tun. Darüber verstrich eine halbe Woche in dumpfer Stille. Die Gräfin war indessen auf ihre Güter gereiset, ohne dass Tiefeneck auch nur ein bedauerndes Wort hätte fallen lassen. Der Baron. Am vierten Tage machte der Baron den Besuch, den er versprochen hatte. Die zwanglose Freundlichkeit, mit welcher Tiefeneck ihn behandelte, verfehlte ihre Wirkung nicht auf Clotilden. »Ich habe Wartenstein neulich doch wohl zu sehr gerühmt«, sagte sie, als er fort war, ihrem Gatten die Hand reichend. »Gerne übernehme ich einen Teil an dieser Schuld«, erwiderte er sie umarmend. »Übrigens kann der Baron unmöglich so gefährlich sein, als man ihn geschildert hat.« »Siehst du wohl. Nun, so hat der reizbare Tag wenigstens das Gute hervorgebracht, dass du künftig Wartensteinen als Gesellschafter wirst dulden können. Indessen, mein lieber Tiefeneck, begreife ich immer noch nicht, wie wir beide in so reizbare Stimmung geraten waren.« »Das ist nun einmal das Zubehör mancher Tage, meine gute Clotilde. Man muss aber in der Ehe vergessen können.« Dieser Gegenstand wurde mit allen seinen Nebenbeziehungen noch weiter abgehandelt, bis man übereinkam, dass das eheliche Leben einen hinlänglichen Ersatz gewähre für den Verlust der zarten Blüten, unter denen die Sehnsucht der Verlobten sich verborgen halte. Allein die Folgen jenes reizbaren Tages waren hierdurch nicht geschlossen. Der Baron verdoppelte seine Besuche, kam immer öfter und wurde bald ein notwendiges Zubehör im Hause. Tiefeneck hatte einigen Argwohn gegen den Baron. Die Stadt wollte wirklich wissen, dass Wartenstein seine Leidenschaft gern ohne Zügel herumirren ließ, unbesorgt, was daraus entstehen und welches Glück dadurch vernichtet werden könnte. Nach des Barons sichtbarer Aufmerksamkeit für Clotilden wollte er in diesem Haus nicht vorsichtiger zu Werke gehen. Aber Tiefeneck wusste noch immer, welche Abneigung Clotilde vor dem Menschen gehabt hatte.
Dazu traute er auf die geprüften Sitten seiner Gemahlin und am meisten auf ihren Geschmack. Denn die Eitelkeit überredete ihn, dass es einer geschmackvollen Dame unmöglich sei, seinem ausgezeichneten Äußeren den darin höchst unbedeutenden Baron vorzuziehen. Die tägliche Erfahrung hatte gut reden, dass seine überlaute Eitelkeit ihn taub machte. Aufmerksamkeiten. Der Baron hatte sich indessen wirklich durch tausend gefällige Kleinigkeiten der Frau von Tiefeneck allmählich so sehr genähert, dass bald jeder Abend, an dem er ihren Umgang fehlte, sich ihr zu der Länge einer schlaflosen Nacht ausdehnte. Ihr selbst unbewusst wurde der Hausfreund ihr drittes Wort, und wenn von Güte und Tugenden überhaupt die Rede in ihrem vertrauten Zirkeln war, so wusste sie gemeiniglich aus des Barones Leben Beweise für das Dasein dieser Tugenden aufzufinden. Anfangs schien er nur zufällig auch zu solchen Zeiten zu kommen, in denen der Hausherr abwesend war. Aber bald wurde die Frau von Tiefeneck inne, dass er einzig noch diese Zeiten gern bei ihr zubrachte. Sie machte sich Vorwürfe, seine unverkennbare Leidenschaft nicht früher ernstlich zurückgewiesen zu haben. Doch musste sie es billigen, dass sie von dem anfänglich so ungerechten Betragen gegen ihn abgegangen war. »Und?« fragte sie sich entschuldigend. Wann hätte ich nachher anfangen sollen, ein Wohlwollen zurückzuweisen, das seiner völligen Anspruchslosigkeit wegen noch bis diese Stunde Schonung und Dankbarkeit zu verdienen scheint? Ihr gutes Herz entfernte alles, was den Baron ein Weh zufügte. So hatte sie bemerkt, dass ein Ring mit Tiefenecks Porträt ihn betrübte, und sie vermied es, diesen Ring in Wartensteins Gegenwart am Finger zu tragen. Ihr Dankgefühl erwies ihm tausend ähnliche Aufmerksamkeiten, die, so schuldlos sie an sich sein mochten, doch des Barons Leidenschaft in immer mächtigere Flammen setzten. Nur eins hat er sie gebeten, dass er sie nämlich bei ihrem Vornamen nennen dürfe, und eben weil es seine einzige Bitte war, hatte sie geglaubt, es ihm bewilligen zu müssen. Die Aufopferung. Der Baron hatte seit kurzem ein Wort auf dem Herzen, dem der Weg über die Lippen schwer wurde. Clotilde bemerkte es, scheute sich vor dem Worte und suchte es durch scherzhafte Einfälle so lange zurückzutreiben, bis Wartenstein einmal ganz unerwartet damit hervorbrach. »Clotilde«, fing er an, »dass Sie das Wesen sind, dem mein ganzes Dasein gehört, das müssen Sie längst erraten haben.« Frau von Tiefeneck erschrak umso mehr über diesen Ausbruch, da der Herr Baron ihre Hand zugleich mit Heftigkeit anfasste. Sie wollte sich schon losreißen, als er gelassener fortfuhr. »Lassen Sie mich ausreden, Beste. Es zerreißt mir die Brust, dieses Schweigen. Mein Leben ginge zugrunde, wenn es länger dauerte, und das würde Sie doch ein wenig schmerzen.« »Was wollen Sie von mir, da Sie wissen?« Hier warf sie einen Blick auf das Gemälde ihres Gatten, das über dem Sofa hing. »Ich weiß und will nichts von Ihnen als die Annahme meiner ewigen Treue.« »Unmöglich, Wartenstein. Womit könnte ich Sie entschädigen?« »Und habe ich denn Entschädigung verlangt? Ist es nicht eben der entzückende Gedanke der Aufopferung, der mich glücklich macht? Der Aufopferung für dich? Hier stehe ich am Abgrunde. Dein Nein stürzt mich unerbittlich hinab.« Er warf sich dabei vor ihr nieder, und sie verlor ihr halbes Bewusstsein, als in demselben Augenblicke Frau von Selta hereintrat. Allgemeine Verstimmung. »Ich störe«, sprach die Angekommene erschrocken. »Nichts weniger«, antwortete Clotilde, und der Baron rief aufstehend, »seien Sie die Schiedsrichterin, gnädige Frau, dass Sie nun einmal so viel gesehen haben.« Er trug hierauf sein Verlangen vor, und Frau von Selta sagte, »Die Sache ist so eigen, dass sie wohl Überlegung erfordert.« »Aber mein Himmel«, rief der Baron, »ich begehre ja bloß die Annahme eines freiwilligen Geschenkes.« »Wohlmöglich, aber die Treue ist ein Geschenk, das, in der Regel wenigstens, ein Gegenstück von derselben Art verlangt.« Hierauf sagte Wartenstein mit beleidigendem Spotte, dass man doch nicht jeden ungewöhnlichen Fall nach dem gemeinen Maßstabe beurteilen möge. Es war ein Glück, dass Tiefenecks Eintreten den Faden der zeitherigen Unterhaltung gänzlich abschnitt, weil zu Clotildens großer Betrübnis beide Parteien Bitterkeiten gegeneinander auf der Zunge zu haben schienen. Tiefeneck wusste gar nicht, woran er war. Des Barons unsichere Blicke, der Selter glühendes Gesicht und Clotildens Ängstlichkeit, sollte dies alles ein Werk des Zufalls sein? Dazu kam, dass keine Seite des Gesprächs, die er zu berühren versuchte, einen fortlaufenden, ja manche nicht einmal einen einzelnen Ton angab.
Der Baron konnte endlich seinen Unmut nicht länger beschwichtigen und ging. »Was hatte denn der?« fragte der Hausherr. Es war ein Glück, dass Frau von Selter die Frage Clotilden sogleich von der gepeinigten Seele nahm und sagte, »Ich bin in Streit mit ihm geraten, lieber Tiefeneck, und zwar über Kleinigkeiten, wie das wohl zu gehen pflegt.« »Zum Beispiel?« »Wahrhaftig, ich wüsste Ihnen die Sache gar nicht vorzutragen. Auch verdient sie in der Tat keiner weiteren Erwähnung.« Tiefeneck war umso weniger hiervon befriedigt, da ihm das stumme, gespannte Wesen seiner Gattin durchaus nicht entgehen konnte. Doch fand er es schicklicher, das Zimmer wieder mit Anstand zu verlassen, als in die Ursachen des Streites sich eindringen zu wollen, die ihm, wie es schien, verhehlt werden sollten. Herr Barat. »Gott sei Dank«, rief Clotilden, als ihr Gemahl hinaus war. »Sein Auge traf wie ein Richtschwert auf mich. Was aber nun, liebe Selter?« »Alles vermeiden, was ähnliche Verlegenheiten erzeugen kann.« »Und Wartenstein?« »Muss nach seinen heutigen Ansprüchen zuerst vermieden werden.« »Aber, liebe Selter, ist eine freiwillige Opferung seiner selbst ein Anspruch?« »Opferungen, die nicht viel sagen wollen.« »Wie wenig kennst du den Mann, von dem die Rede ist?« »Vielleicht besser, liebe Tiefeneck, als dein untreuer Spiegel, dein bestochenes Herz. Ich sage gar nicht, dass Wartenstein böse sei, aber er überlässt sich der Leidenschaft, wohin sie ihn führt. Die Reize jedes Weibes können Zaubernetze für ihn werden.« »Ich weiß jetzt besser, wie sehr der Ruf ihn verleumdet, aber ich widerspreche nicht, so sehr ich auch könnte. Sage nur, was ich tun soll.« »Und durch entschiedene Kälte ihn nötigen, eine neue Liebe aufzujagen.« »Beste, er liebt niemanden als mich. Er kann niemanden weiter lieben. Du kennst ihn wahrlich nicht im Geringsten. Er geht zugrunde über meinen Verlust.« »Über deinen Verlust? Er hat deine Neigung also schon gewonnen?« »Das nicht. Auch liebe ich Tiefenecken aufrichtig, aber...« »Ohne aber. Ich gehe, um dich den Gedanken an deine Pflicht allein zu überlassen, welche unbedingten Gehorsam fordert und keinem Treulosen aber das Wort gestattet.« Gegenvorstellungen. Der tiefe Eindruck dieser Ermahnung auf Clotilden bewährte sich, als der Baron bald nach der Selter hinweggehen zurückkam. Stürmischer als zuvor drang er auf Erklärung. Clotilde machte ihre Hand von ihm los und trat einige Schritte zurück. »Sie kennen meine ganzen Verhältnisse«, sprach sie, »und sollten als Freund unseres Hauses am wenigsten darauf denken, sie zu zerstören.« »Zerstören? Wer will das? Mein Vorsatz ist vielmehr, sie Ihnen zu erleichtern.« »Wer sagt Ihnen denn, dass Sie mich drücken?« »Wie oft, Clotilde, bin ich nicht Zeuge gewesen, dass Ihr feuchtes Auge den Himmel schüchtern suchte, um zu fragen, was Sie verschuldet hatten, dass man Ihre zarten Gefühle mit so unzarten Händen anfassen dürfe. Wie oft habe ich gesehen, dass Ihre billigsten Wünsche da Widerstand fanden, wo man Ihnen mit Freuden hätte entgegenkommen sollen. Sollte es Ihnen kein Trost sein zu wissen, dass es einen Menschen in der Welt gibt, der Sie besser versteht, der, wenn Ihnen das Glück durch Ihren Besitz hätte den Himmel auf Erden vergönnen wollen, gewiss nicht Ihre höchsten, heiligsten Gefühle mit einem eiskalten Verstande ersticken würde? Einem Menschen, der überall, wo er lebt, nur für Sie lebt, den jeder Schmerz, der Sie anfasst, 10, ja 1000-fach trifft, und der, seit er Sie näher kennt, nur noch in Ihrem Anschauen die Freuden seines Daseins empfindet? Und wenn Sie es wären, Wartenstein, wenn ich Ihre Güte auch schätzte, so würde ich doch wahrlich nicht so grausam sein, Ihnen das Versprechen einer Treue abzunehmen, welche unter meinen Verhältnissen so wenig belohnend für Sie sein könnte«, wandte Frau von Tiefeneck mit gerührter Stimme ein. »Abnehmen? Der Himmel hat längst schon meine Zusage angenommen, wie manches andere Gelübde der Entsagung. Ihr Billigen der Sache verlange ich ja nur, das genau betrachtet nichts weiter ist als die Anerkennung meiner so uneigennützigen wie unvergänglichen Liebe zu Ihnen. Denn ich schwöre...« Hier unterbrach der Bediente die Szene mit Anmeldung einer Verwandten, die sogleich selber hereintrat. Vergebens hoffte der Baron, den Besuch abzuwarten. So einsilbig auch die Unterhaltung ward, die Dame blieb noch, als er ging, und wartete auch, bis Tiefeneck nach Hause kam. Zwei Wege. Als Gatte und Gattin allein waren, fragte der Erstere Clotilden, was ihr fehle, und seine sichtbare Teilnahme rührte sie so, dass sie Zuversicht fasste und ausrief: »Ein Vertrauter, und in wem könnte ich einen besseren finden als in dir?«
Hierauf entdeckte sie des Barons Begehren, jedoch mit Behutsamkeit und Entfernung alles desjenigen, was dem Gemahl hätte beleidigen können. »Und wozu denkst du dich zu entschließen?« fragte er nach mehrmaligem Farbenwechsel sehr gemäßigt und sanft. »Das eben sollst du mir sagen, mein Lieber.« »Hier sind nur zwei Wege. Gänzliche Trennung, entweder von dem Liebhaber oder von dem Gatten.« »Um Gottes Willen, Tiefeneck, wie magst du den zweiten auch nur aussprechen?« »Weil du den ersten, weit näherliegenden, nicht finden konntest.« Das Billett. »Aber mein Lieber«, seufzte Clotilden, »der arme Wartenstein, den Namen nicht wieder, wenn du nicht auch den Mann haben willst. Der Baron ist in unser Haus gekommen, ich weiß kaum wie.« »Aber ich weiß es«, sagte Frau von Tiefeneck im sanftesten Ton, die Hand des Gatten ergreifend. »Soll ich etwa heute gar noch Vorwürfe hören? Damals war es mir um den Anstand zu tun, und auch heute wieder um den Anstand. Ich habe sehr gut bemerkt, wie sich dieser Mensch nach allen Kräften hier befestigte, und seine tausend Vorbereitungen bis zu der heutigen Unverschämtheit werden mir in diesem Moment recht klar. Wer Treue gibt, begehrt auch Treue und verkleidet dies Begehren nur so lange, bis er seines Erfolges gewiss ist. Von Stunde an wird ihm ein Haus verschlossen, daher kommt es nun darauf an, ob du es unter diesen Umständen künftig auch noch für das Deinige ansehen willst.« »Tiefeneck!« Clotilde wollte ihn in die Arme schließen, doch er sagte zurücktretend, »jetzt verlange ich einen Entschluss und keine Umarmung. Soll ich dem sauberen Liebhaber seinen Platz hier sogleich schriftlich aufkündigen oder Ihnen bis nach unserer gesetzlichen Trennung die Schlüssel allein überlassen?« Clotilde öffnete ihm selbst den Schreibtisch und bat nur, dass er dem Baron den Kranken nicht vergessen möge. »Seien Sie unbesorgt, ich werde kein Wort zu viel an ihn verschwenden.« Tiefeneck schrieb, »Auf meiner Gattin Verlangen ersuche ich Sie hierdurch, die Schwelle unseres gemeinschaftlichen Hauses nicht wieder zu betreten.« Das Todesurteil. Clotilde erblaßte, als er sie das Billett lesen ließ, und er sagte im Zusammenbrechen desselben, »Auf ihr Verlangen musste ich schreiben. Ihre eigene Ehre forderte das.« Frau von Tiefeneck schwieg, und der Zettel wurde dem Bedienten übergeben. »Und nunmehr noch eins«, fügte der Hausherr bald darauf hinzu, »ich verlange, dass jeder Brief von dem verunglückten Liebhaber, der sich durch geheime Gänge bis zu Ihnen schleichen könnte, mir uneröffnet eingehändigt werde. Dieses bin ich meiner Ehre schuldig.« Clotilde sagte es weinend zu, nur bat sie, dass sie kein Geheimnis aus dem Inhalte der wartensteinischen Äußerungen gemacht werden möchte. Der Baron schrieb zur Antwort, »Das Todesurteil, welches Ihre Gattin über mich ausgesprochen, habe ich soeben erhalten.« »Der lächerliche Romanheld«, sagte Tiefeneck unwillig. »Aber gesetzt nun, dass er«, warf Clotilde ein, die der Ohnmacht nahe war, »gesetzt, so hätte die Welt einen albernen Menschen weniger.« Mit diesem hart genug ausgesprochenen Worten verließ er das Zimmer. Wieder ein Brief. Eine Stunde später suchte Clotilde ihren Gemahl auf seinem Zimmer auf. »Hier ist ein Brief an mich.« »Auf welchem Wege?« »Durch seinen Bedienten.« Tiefnecker brach den Brief und las. »Gnädige Frau, ich könnte Sie vorhin beunruhigt haben, daher diese Zeilen. Was auch aus mir werde, so soll doch auf Sie keine Schuld fallen. Die mündliche Versicherung meiner Treue haben Sie zurückgewiesen. Und dennoch wiederhole ich es hier, dass ich sie Ihnen für die Ewigkeit widme und lieber mein Dasein aufgeben, als aus einer anderen weiblichen Hand mein Glück empfangen will. Leben Sie wohl. Die Pferde, die mich von hier wegbringen sollen, sind schon vor meinem Wagen. Leben Sie zufrieden.« »Glückliche Reise«, rief Tiefeneck. »Der Entschluss zeigt doch, dass er noch nicht alle Vernunft bei seiner Liebe zugesetzt hat. Das Übrige wird sich finden.« Clotilde schüttelte seufzend den Kopf. Die Anzeichen. Frau von Tiefeneck hatte eine heillose Nacht. Ihre Träume ließen den Baron auf tausendfache Weise umkommen. Sie fuhr aus ihnen auf und ergab alles im Zimmer, was platzen konnte, als Wandschränke, Tische und dergleichen, die entschiedensten Vorzeichen seines nahen Todes von sich. »Ach, unfehlbar ist er schon in dieser Nacht gestorben«, klagte Clotilde am Morgen den einsamen vier Wänden ihres Boudoirs.
und zwar wegen seiner Liebe zu dir.« Sie warf mit dem Fürsten ihren Mantel um und eilte zur Seite. Diese war sehr erfreut, als sie das Vorgefallene erfuhr. »Aber meine Ruhe«, rief Clotilde, »kam einzig in diesem Gleise, die erhalten werden, denn nur der hat Anspruch auf Ruhe, der die Verhältnisse seines anständigen Lebens zu ehren weiß.« Clotilde erzählte hierauf von den Vorzeichen der Nacht. »Vorzeichen, ei, liebes Kind, seit wann bist du denn so abergläubig? Am Ende wirst du gar noch zur Geisterseherin.« »Das wolle der Himmel nicht.« »Er will es gewiss auch nicht, aber das verlangt dir, dass du deine Fantasie nicht die Zügel schießen lässest wie vorige Nacht, denn sonst könnte sie wohl doch noch bis dahin gelangen. Es ist wahrhaftig schon eine schlimme Sache, wenn man den toten Schränke und Tische reden hört.« Clotilde gestand es jetzt selbst, dass sie in diesem Augenblicke nicht sonderlich mehr an die Anzeichen glaube. Übrigens erbot sich Frau von Selter, wegen des Barons Aufenthalt und Leben Erkundigung einzuziehen und die Resultate davon gewissenhaft anzuzeigen. Allein leider war sie durchaus unglücklich in ihren Nachforschungen. Kein Mensch wusste, welchen Weg der Baron nach den ersten Poststationen eingeschlagen hatte. Clotilde war untröstlich, und ihr Gatte versuchte alles umsonst zu ihrer Zerstreuung. Die Gesellschaft bewirkte so wenig eine Veränderung in ihr als die Einsamkeit. Ja, die letztere brachte ihr, zumal bei Nacht, immer wieder neue Anzeichen und Vorbedeutungen mit, und sie durfte das nicht einmal jemandem im Hause sagen, weil lauter ungläubige Menschenkinder darin ihr Wesen trieben. Übrigens hatte bei der fortdauernden Unruhe der Wirtin die Stimmung aller, die ins Haus gehörten, eine ziemlich dunkle Farbe angenommen. Der lustige Gast. Endlich erschien doch einmal ein heiterer Abend. Der seltene Humor eines alten Universitätsfreundes des Herrn von West, der sich unverhofft bei tiefen Ecken sehen ließ, war die Ursache. Clotilde gestand, als der Mann fort war, dass er ihr sehr wohl gefallen habe, und Tiefeneck eilte am folgenden Morgen mit dem Frühesten ins Hotel, um die von dem Fremden abgelehnte Bitte, sein Haus dem Gasthofe vorzuziehen, so dringend zu wiederholen, dass der alte Freund nicht widerstehen konnte. Die unerschöpfliche Laune des neuen Hausgenossen brachte auch in der Tat eine recht glückliche Veränderung in Clotilden hervor. Er hatte so viel von sich und anderen zu erzählen und wusste das Unbedeutendste durch gute Einfälle zu würzen und zu erheben. »Meine ganze Familie«, sagte er einsmals, wie man seine Laune gerühmt hatte, »besitzt diesen heiteren Sinn, und wenn meine Schwester nicht etwa durch ihre Liebschaft, von der sie mir eben geschrieben hat, zu sentimental geworden ist, so sollen sie in der eine Person kennenlernen, die ich selber notwendig heiraten müsste, wenn sie nicht eben das Unglück hätte, meine Schwester zu sein. Sogleich nach ihrer Hochzeit wird sie mit ihrem Gatten hierher kommen. Nur soll mir der Letztere kein Murrkopf sein, wenigstens nicht ungestraft, denn sonst ruhe ich nicht eher, bis die Scheidung vollzogen ist, oder ich schieße ihn im Zweikampfe tot, weil ich meine Familie durch kein dickes Blut verfälscht sehen will.« Die Geistergeschichte. Allein Clotildens kaum gewonnene bessere Stimmung ging auf einmal wieder verloren. Eine Geschichte, welche das Gerücht mit vielen Umschweifen herumtrug, gab die Veranlassung dazu. In einer nahegelegenen kleinen Stadt war der Liebeshandel einer jungen Person mit einem Manne unter ihrem Stande von den Verwandten entdeckt und zerstört worden. Die Verliebte selbst hatte den Vernunftgründen ihrer Angehörigen nachgegeben. Der junge Liebhaber jedoch sich die Sache dermaßen zu Gemüte gezogen, dass er in ein hitziges Fieber verfallen und daran gestorben war. Seit seinem Tode nun erschien er dem Mädchen, nach dem Ausspruche von Augenzeugen, fast in jeder Nacht in drohender weißer Gestalt. Der Geist scheute auch die Wachen nicht, welche späterhin die Geplagte sich beigesellte. Man bettete sie in andere Zimmer, aber auch diese wußte er zu finden. Angst, Schlaflosigkeit und Gram bedrohten die Arme mit einer auszehrenden Krankheit. Auch war nach allen Umständen, die man hörte, an reinen Betrug bei der Sache zu denken. Clotilde vernahm die Geschichte nicht ohne das heftigste Grausen. Ihrer Meinung nach war sie weit schuldiger als das gequälte Mädchen. Diesem blieb doch der Trost, ein unwürdiges Verhältnis abgebrochen zu haben, und der Liebhaber trug eigentlich nur die Strafe seiner Schuld. »Was aber war Wartensteins Verbrechen?« fragte sich Frau von Tiefeneck.
Ist es nicht die höchste Grausamkeit, einem Menschen die uneigennützigste Liebe zu verweigern, ihn um dieser Willen wie einem Nichtswürdigen das Haus zu verbieten? Und durfte ich die Willkür eines Ehegatten so weit gehen lassen, dass er den schuldlosesten Mann darum, weil er ein Herz, jedoch ein Herz ohne alle Ansprüche für mich hatte, dem peinlichsten Tode überlieferte? Denn dass Wartenstein die Verweisung aus ihrer Nähe nicht überleben würde, davon war sie wie von ihrem Leben überzeugt. Der Umstand, dass kein Mensch von des Barons Aufenthaltes Nachricht geben konnte, schien ihr die finstere Vermutung außer allen Zweifel zu setzen. Aus unverdienter Schonung für mich, dachte sie, will er gar nichts mehr von sich wissen lassen. Sie überredete sich sogar, dass er, ob ihr nur so nah es möglich zu sein, unter fremdem Namen in die Stadt zurückgekehrt wäre und hier unfehlbar seinen Tod erwarten wolle. Der Pistolenschuss. Clotilde hat eine äußerst schauerliche Nacht. Denn bei diesem Gedanken fiel ihr kurz vor dem Schlafengehen auch noch ein, dass Wartenstein einmal den Wärter sehr gepriesen hatte. Daher stellt ihr ein Traum den Baron dar, wie er unter ihrer Haustüre Anstalten zur Reise in die andere Welt trifft. Sie versucht nun durch einen Schrei das Abdrücken des Pistols zu verhindern, aber der Atem fehlt ihr, und in demselben Augenblicke weckt der Knall des entsetzlichen Pistols sie aus dem Schlummer. Clotilde klingelt sogleich ihren Leuten. »Nur schnell hinunter und nachgesehen, was vor unserem Hause vorgefallen ist«, ruft sie mit bleichem, verstörtem Gesicht ins Bette zurücksinkend. Der ebenfalls aufgeschreckte Gemahl will wissen, was das seltsame Begehren bedeute. »Sie werden alles erfahren«, sagte Frau von Tiefeneck, »wenn die Leute zurückkommen.« »Oh mein Gott, dass ich ihrer übermütigen Forderung wie ein einfältiges Kind nachsehen konnte!« »Welcher Forderung?« »Nur Geduld. Sie werden alles erfahren.« Indessen kamen die Leute zurück und versicherten, dass sie nicht das Mindeste an der Haustüre entdeckt hatten. Der Gefühllose. »Kann ich immer noch nicht hören?« sprach Tiefeneck, als die Leute wieder zur Ruhe waren. »Oh ja. Wartenstein, der unglückliche Wartenstein, hat unten, dicht vor unserem Hause, seinem Leben ein Ende machen wollen.« »Woher wissen Sie denn diese unwahrscheinliche Tatsache?« rief ihr Gatte befremdet und nicht ohne Ironie. »Ich weiß es. Schreiben Sie übrigens das woher einer Ahnung, einem Traum oder irgendwas anderem zu.« »Genug. Ich habe ganz deutlich den Unglücklichen gesehen. Ich habe den Schuss mit diesen meinen Ohren gehört.« »Und die Leute, die weder in der Ahnung noch im Traum, sondern wirklich unten am Hause gesucht und nichts gefunden haben?« »Kann er denn nicht von seiner Todesangst nach vollbrachter Tat noch über einige Straßen geschleppt worden sein?« »Ach, wenn er zu retten wäre!« »Wenigstens wollen wir an dieser vermeintlichen Rettung nicht unseren Ruf als vernünftige Menschen wagen und die sehr zur Unzeit gestörten Dienstleute wieder einschlafen lassen.« Mit diesen Worten legte sich Tiefeneck nieder. Clotilde stand auf, um sich anzukleiden. Aber ihr Gemahl äußerte sehr hart, dass er, wenn ihre Fieberhitze auf so ungereimte Dinge verfiele, seine Türen verschließen müsse. Er tat es auch wirklich. Clotilde jammerte laut und begriff nicht, wie die Gefühllosigkeit bis zu dieser Höhe steigen könne. Nachrichten. Am Morgen bezeigte Frau von Tiefeneck gar keine Lust zum Aufstehen. Der herbeigerufene Arzt fand ihren Puls in sehr fieberhafter Bewegung. Ihr Gemahl beschwor sie zum Einnehmen der verschriebenen Mittel. Der Ausspruch des Arztes hatte sein Mitgefühl so hoch aufgeregt, dass er wenig von ihrem Bette kam. »Und hört man noch nichts von seinem Tode?« fragte sie angelegen. Tiefeneck verneinte. »Verhehlet's mir nicht«, flehte sie. »Gewiss nicht«, antwortete ihr Gemahl mit der sichtbarsten Teilnahme. »Im Bette?« rief Frau von Selter, die einen Besuch machen wollte. »Ein plötzliches Fieber«, erwiderte der Hausherr, der soeben abgerufen wurde. »Glaub es nicht«, sprach Clotilde. »Hast du aber vielleicht etwas gehört, Wartenstein?« »Ich komme, um dir von ihm zu sagen.« »Leider weiß ich schon alles.« »Nun, er soll auf einem Gut nicht gar weit von hier leben.« »Leben? Wenn das wäre!« »Jawohl, leben und sich zudem bei einer neuen Liebe recht wohlbefinden.« Clotilde entzog ihr ihre Hand und kehrte sich von ihr weg. »Elende Vorspiegelungen«, rief sie,
Man hat dich, merke ich, geholt, um mich wie eine Verrückte mit Fabeln hinzuhalten. Glaube mir, ich weiß es, weiß nur allzu gut, dass er in dieser Nacht hier in der Stadt gestorben ist.« »In dieser Nacht?« Frau von Zetter erinnerte sich an das Fieber, von dem Tiefneck ihr gesagt hatte, und glaubte unter solchen Umständen den Widerspruch vermeiden zu müssen. »Das ist mir etwas Neues«, sagte sie. »Man wüsste also wirklich in der Stadt noch nichts von seinem gewaltsamen Tode?« »Ich komme eben von seinen Schwestern, die keine Silbe davon erfahren hatten, vielmehr, dass mir sagten, was ich dir eben mitteilte.« »Apropos eine Neuigkeit«, sprach Tiefneck, der jetzt wieder hereintrat. »Die Zeitung bringt die Nachricht mit, dass Wartenstein Hochzeit gemacht habe.« Clotilde kehrte sich hierauf von neuem nach der Wand und war zu keinem Worte zu bewegen. Erst als Frau von Selter kopfschüttelnd das Zimmer verlassen hatte, wendete sie sich wieder herum und sagte, »Ich weiß in der Tat nicht, warum man mir eine so große Portion von albernem Glauben zutrauen kann. Das Zeitungsblatt wird in einer halben Stunde hier sein, um dich zu überzeugen.« Die Erklärung. »Hier, meine liebe Clotilde«, sagte Tiefneck bald nachher, und sie nahm selbst die Zeitung und las. »Heute war der selige erste Tag unserer Ehe. Moritz Franz von Wartenstein, Leopoldine von Wartenstein, geborene von Landau. Seine Taufnamen treffen zu. Nicht übel, aber doch vergebens ersonnen«, rief Clotilde das Blatt weglegend. »Ersonnen? Von wem und weshalb? Etwa wegen deines Fieberanfalls in dieser Nacht? Und die Zeitung ist schon vorgestern gedruckt gewesen.« »Doch diesen Morgen vermutlich hier in der Stadt nachgedruckt worden. Dergleichen ist sogar neu nicht mehr.« »Clotilde, welche wunderlichen Grillen«, rief Tiefneck mit Gebärden, worin sie kein Misstrauen setzen konnte. »Nun dann«, sprach sie, »so hat irgendjemand einen schlechten Scherz auf Wartensteins Kosten machen wollen. Auch solche Dinge sind häufig dagewesen.« »Aber warum nun nicht lieber das Natürlichste zuerst glauben?« »Clotilde, Clotilde, fast besorge ich, dass dein Herz diesen Schritt von Wartenstein tief empfinden würde.« »Mein Herz? Und wahrlich, Tiefneck, du tust meinem Herzen großes Unrecht. Ich könnte wahnsinnig werden vor Freude, wenn der Baron geheiratet und dadurch meine Unruhe für immer gehoben hätte. Doch leider ist mir der Vorfall von vor einiger Nacht zu denkwürdig, und wenn es wirklich nur ein Blendwerk war, was mir seinen Tod vorspiegelte, so bin ich doch fest überzeugt, dass es zu denjenigen denkwürdigen Blendwerken gehört, welche man Todesvorzeichen nennt, und dass nicht so wenig als eine Hochzeit darauf folgen könne.« Die neue Neuigkeit. Clotilde war endlich kaum aufgestanden und zu ihrem Gatten ins Wohnzimmer gegangen, so trat West lachend mit der Neuigkeit von der Auflösung jener Gespenstergeschichte herein, welche zu Clotildens schlimmer Nacht die erste Veranlassung gegeben hatte. Eine Auflösung, die zu ihrer gläubigen Laune an Geistererscheinungen und Todesvorzeichen nicht sonderlich passen wollte. Denn so viel auch das Gerücht die Geschichte mit den Umständen verbrieft und versiegelt hatte, die ihr übernatürliches Recht außer Zweifel setzen wollten, und so häufig gesagt worden war, dass hier von Betrug gar nicht die Rede sein könne, so war es doch endlich herausgekommen, dass der Liebhaber des Mädchens die Sage von seinem Tode nur hatte verbreiten lassen, um im Einverständnis mit der Geliebten bei Nacht in die Stadt zu schleichen und sie als Gespenst besuchen zu können, und dass die Wächterinnen sämtlich von ihr selbst gewählt und ins Interesse gezogen waren. Die alte Neuigkeit. »Das wäre denn eine ganz neue Neuigkeit gewesen«, fügte West hinzu. »Aber nun habe ich auch noch eine alte, diesen Morgen erhalten.« Hierbei zog er einen offenen Brief aus der Tasche. »Vor einer halben Stunde nämlich wird mir dieses Billett zugestellt, nachdem es als Einschluss bei einer Dame, welche erst gestern Abend von einer Reise zurückgekommen, schon 14 Tage hier in der Stadt ausgeruht hat. Es ist von meiner Schwester, die mir endlich den Namen ihres Bräutigams darin meldet. Der Mann hat seinen Wohnsitz in dieser Stadt, und sie schreibt mir, dass er ihr einen ganzen Schwarm verliebter Unbesonnenheiten bereits eingestanden habe. Indessen, sie will es wagen, ihm den Kopf zurechtzusetzen. Was wagte ein verliebtes Mädchen nicht? Apropos, Leutchen, er ist in eurem Hause auch ein- und ausgegangen, und zwar noch vor kurzem. Es wäre mir lieb, wenn ihr mir einige dumme Streiche von ihm angeben wolltet, die ich ihm in einer poetischen Brühe überreichen könnte. Und je dümmer die Streiche, je besser. Sie erraten wohl aber noch gar nicht, dass es ein Herr von Wartenstein ist, den meine Schwester heiraten wird oder nun unfehlbar schon geheiratet hat.« Zweifel.
»Also auch Sie, lieber West«, erwiderte Clotilde, »auch Sie hat man in das Bündnis gezogen, das meinen nur zu begründeten Besorgnissen durch offenbare Widersprüche entgegenwirken soll. Ich begreife nicht, wie man bei diesen verabredeten Nachrichten nicht mehr auf Übereinstimmung sehen kann.« »Mein Gott, ich begreife ja gar nichts mehr«, rief West. »Ich weiß nicht einmal, ob meine Ohren noch die Fähigkeit besitzen, recht zu hören. Ein Bündnis, das Ihren Besorgnissen entgegenwirken soll?« »Und das sich lauter Widersprüche zu Schulden kommen lässt. Nach Ihrer Behauptung ist Ihre Schwester Wartensteins Gattin, während die Letztere nach diesem Zeitungsblatt einen ganz anderen Familiennamen führt.« »Also die Zeitungen sagen schon von der Heirat?« »Ja«, antwortete Tiefneck, »aber wirklich ist nach Ihnen, wie du hier selbst lesen kannst, der Baron mit einem Fräulein von Landau verheiratet.« »Nun ja, ich denke, dass ihr längst wisst, dass es meine Halbschwester ist, die den zweiten Gemahl meiner Mutter zum Vater hat.« Schluss. West übergab Clotilden den Brief, und je mehr sie sich von der Wahrheit des Vorganges überzeugte, desto heiterer wurde sie und gab auch Westen über ihre vorige, ihm jetzt rätselhafte Äußerung selber und mit vieler Laune Auskunft. Es kam zu tausend Scherzen, die bald dem Todeszeichen, bald den ersten Veranlassungen zu Wartensteins Befestigung in Tiefeneckschen Hause galten. »Das heißt, mit blauem Auge davongekommen«, sagte Clotilde, als sie wieder mit ihrem Gemahl allein war. »Von nun an, Tiefeneck, wird niemals in deiner Gegenwart zu einem Romane gegriffen.« »Oder«, erwiderte der Gatte, »wenn es doch geschehe und das Buch herunterfiele, soll es auf der Stelle von mir aufgehoben werden.« »Wenn du nur den Abend nachher die schöne Gräfin nicht so sorgfältig unterhalten hättest.« »Wohl wahr, meine Gute.« »Doch wer wird nicht über den lustigen Ende alles gern vergessen?« rief Clotilde. In der Folge kam das Paar zuweilen mit Wartensteins zusammen, und man ging selten auseinander, ohne des vormals verunglückten Liebhabers schnellen Entschluss, seinen ewigen Harm gegen die Freude umzutauschen, zu erwähnen und zu belachen. Übrigens war aller äußere Anschein dafür, dass der Baron den vorigen Flattersinn über dem fröhlichen Geiste seiner Gemahlin gänzlich vergessen habe. Hey.